Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hans Reiter und wir sind in Folge Nummer 140 von Aborion. Ja, drei Folgen nacheinander sind das dann und ich bezweifle, dass ich das alles in dieser Folge auch noch fertig kriege, was da hier liegt, weil die KI ist doch relativ groß. Vielleicht wird es dann auch hier dieser Folge nichts mit Kommentaren beantworten. Ich sag mal, nach dem Intro gucken wir auf jeden Fall erstmal, dass wir da was schaffen, ne? Bis gleich. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir erstmal hier zum Beispiel dieses da nehmen. Weil das einzeln außen ist. Dass wir erstmal solche Sachen kaputt haben. Ja, unser Akku ist gleich schon wieder leer. Da gibt es auch noch ein paar Teile vielleicht, die da rumfliegen, oder? Ja, Hyperraum ist schon durch. Da oben kommt dieses Symbol, dass ich keinen Saft mehr habe. Dann müssen wir auch erst wieder laden. So, jetzt geht es ein bisschen voran. Jetzt können wir erstmal normal vielleicht fliegen. Auch nicht so wirklich, ne? Ein Streifen Akku ist jetzt voll. Oder? Die KI. Feindlich, ja. Schiff. Zwei Streifen sind voll. Der dritte gleich auch. So, das haben wir hier, diesen Flecken erstmal aufgeräumt. Können wir uns noch diese grünen und blauen und ich glaube, das andere ist ein gelbes Teil holen, oder? Das haben wir. Und jetzt noch bitte einmal gelb einsammeln. Fünfköpfige Hydra. Okay, außergewöhnlich. So, jetzt schauen wir mal, ob der da 56 und die da 55, tut sie nichts. Fliege aber mal da erst hin. Aber irgendwie schnellen Antrieb ist ausgeschlossen gerade. Was näher? Der hat mal 47 und hier, die sind 25, ne? Und der da 26. Der kommt auf uns zu. Kommen die alle auf uns zu, ne? Ja. Die Masse kommt auf uns zu, so wie es aussieht. Der ist weit weg. Dreiundzwanzig, 24, 22. Wir schalten da mal gerade ein paar Schüsse rein, dann werden wir vielleicht den einen oder anderen treffen. So sieht's aus. Wir haben ja relativ gute Reichweite bei manchen Kanonen. Ja, treffen ist Pflicht, ne? Und den treffen wir gerade schlecht, weil der total klein ist wahrscheinlich. Der ist schon weg. Ich nehme den mal, der ist größer. Hat sich schon wieder geteilt. So, der ist der nächste wohl. Der ist aber so klein, dass er sich, glaube ich, nicht mehr teilt.
Ja, viel Arbeit ist das. Schutzschild ist schon wieder ein Drittel weg. Das ist ein bisschen mühselig. Schild ist jetzt weg. Manche Gegenstände sind für K-Fraktionen. Okay, alles klar. Hätte ich jetzt irgendwie eine KI-Fraktion rufen müssen oder was? Also das geht mir jetzt ein bisschen auf den Sack. Und jetzt fliegen wir erstmal hier ein Stück weg. Weil wir da im Kreuzfeuer sind ohne Schutzschild. Das macht nicht so viel Sinn, ne? Haben wir irgendwo ein Stück von der KI, was einzeln ist? Da. Dann fliegen wir dahin und räumen das mal gerade weg. Da sind auch noch ein blauer und ein grüner von den Dingern. Schild kommt gerade wieder. Ja. Gucken wir mal, ob wir treffen. Ja, brauchen wir nicht mehr hinfliegen, doch, weil noch super Sachen drin sind. Eine rote, eine gelbe und das grüne. Okay. Rapido Plasmageschützturm. Und Premium Duo Laser. Und was ist das Grüne? Dreiköpfige Hydra wieder. Nehmen wir den als nächstes ins Visier. Schild baut sich ja schon wieder auf. Die Besatzung ist bezahlt worden, sehr gut. Ich kann nicht schnell fliegen, ne? Das geht irgendwie nicht. Doch, geht doch. Man muss nur einmal die W-Taste loslassen, damit es klappt, wa? Schauen wir mal, ob wir den auch so kriegen. Ja, haben wir gekriegt. Nein, da fliegt ein grünes Teil, also. Ja, sind nicht die besten. Aber wir sammeln es auch ein. Qualitätsreparaturlaser, okay. Okay, der ist kaputt. Der ist auch kaputt. Ein blaues Teil ist da. Auf dem Weg dahin können wir gerade noch den zerstören. Der ist weg.
Der hat sich wieder geteilt. Die sind alle weg, aber da gibt es ein paar Teile zu holen. Das machen wir auch gerade. Okay, da oben rechts sind noch ein paar. Nobel Dreifach Point. So, da ist noch grüner. Und wo waren die anderen jetzt? Ich eben dran vorbeigeflogen. Da oben. Habe ich den Weißen jetzt eingesammelt oder nicht? Jetzt gerade, glaube ich, ne? Wie weit ist der weg? 62, okay. Aber hier oben waren noch drei Teile, die ich erst nehme. Oder sind es nur zwei? Ne, sind nur zwei. Das ist alles hier Ergebnisse für die Forschungsstation, um da dann, ne, was hinzukriegen, also aufzuleveln. Bergbauer war dabei. Fliegen wir da gerade hin. Da oben sitzt noch einiges zum Aufsammeln wohl auch. Nicht nur zum Kaputtmachen. Und aufsammeln ist hier nichts. Dann würde ich sagen, sind die hier dran, oder? 75 und diese kann man nicht sehen, weil da so viele sind. 68 spielt also keine Rolle. Ich denke mal dann hier hin. Wir haben wieder gerade keine Energie. Okay, wir nähern uns auch schon wieder dem Folgenende. Es baut auf jeden Fall Energie gerade wieder auf. Das wird noch was, ne? Ne, ich kann auch nicht schnell fliegen. Dafür hat es wohl noch zu wenig Energie. Jetzt schießt da oben einer schon. Der ist weg. Der ist auch weg. Der ist auch weg. Jetzt müsste es klappen, ne? Nicht so ganz. So wohl noch näher ran. Jetzt ist er weg. Da ist was Grünes zu holen, aber hier ist erst noch was Gelbes. Das machen wir mal schneller. Okay, der wird schon angeschossen von. Das Gelbe holen wir auf jeden Fall.
Elite dreifach Flak, da ist was Grünes. Ist auch eine Kanone, oder? Ne, ist eine Chipkarte. Stählerner Schildinnovator. Hier sind noch vier von diesen weißen, die nehmen wir auch noch mit gerade. Wenn wir schon in der Nähe sind, ne? Ja. So, das haben wir. Nur oben da ist was. Und die sind schon ziemlich nah. Ja, das ist noch ein größeres Teil, das könnte sie noch teilen. Ja. Viele kleine Teile müssen wir jetzt kaputt machen. Aber es werden immer weniger. Die Balken sagen da oben schon einiges aus, ne? Unser Schild ist leider gleich wieder alle. Jetzt ist das Schild weg. Das ist größer, das Teil, das nehmen wir erstmal nicht. Das teilt sich gleich wieder. Ja, ich bleib jetzt einfach hier mal stehen und mach das so. Zurzeit sehe ich jetzt nicht, dass uns irgendwie was passieren könnte. Alle, die hier irgendwie schießen, das sind sowieso kleine Teile jetzt hier nur, oder? Das ist nicht mehr viel. Das ist ein größerer Brocken, glaube ich, hier, ne? Aber die geht auch kaputt. Ich ziehe es jetzt durch, auch wenn mein Schutzschild down ist und ich andere Schäden haben werde. Aber die sind ja auch nicht irreparabel. Der wird sowieso schon von
automatischen Waffen hier angegriffen. Und ich glaube, gefühlt ist das hier das Letzte, oder was? Nee, da ist noch was. Aber nicht mehr viel. Rechts muss auch noch einer sein. So, KI ist gleich besiegt. Die Folge ist ein bisschen länger. Mal schauen. Die letzten Teile hier. So. Wo ist noch was? Ah, wo ist jetzt noch eine Art da unten? Das ist der letzte, oder? So. Da ist noch was Schönes jetzt im letzten Teil. Wieder so ein Xotan-Teil. Das holen wir uns jetzt gerade schnell. Und Meilenstein freigeschaltet, finde ein Xotan-Artefakt mit 6 Kratzern darauf. Okay. So, jetzt ist nur noch die Mission, sammel den Schrott ein hier. Die neue Mission heißt Wissenschaftler. Okay. Und jetzt müssen wir hier mal schauen, dass wir diese ganzen Sachen einsammeln. Ja. Distanz, vierfach Bolter. Es gibt so viele Sachen hier. Da vorne geht auch noch was. Nee, ich nehme erst diesen gelben da. Und das sind zwei sogar. Kriege ich den da oben auch eingesammelt? Auch wenn es nur ein weißer ist. Wo ist jetzt der blaue da? Da oben ist noch was. Ein gelber, der ist noch wertvoll. Plasma-Geschützturm. Da oben noch zwei blaue, ein grüner. Batteriebooster war das. So. Die beiden blauen noch, bitteschön. Super Maschinengewehr. Geschützturm natürlich. Geschütz. Die blaue Karte hätte ich gerne noch. Kriegen wir die Drehung so hin, dass wir den auch einsammeln können. Ja, und das ist ein C58-Detektor, Subsystem T. So, da unten leuchten noch einige Dinge. Könnte die natürlich alle kaputt schießen, aber ich glaube, das hält mich jetzt zu sehr auf. Wo ist der Grüne? Da ist der Grüne. Nee, Hyperraumantrieb würde ich jetzt gerade nicht. Auch wenn das gerade in der Nähe lag. Geschützkontrollsystem war das. Aufdecker-Radarverstärker, da ist noch ein blauer. Da unten muss noch irgendwo was Grünes liegen. Und da oben links ist ein grünes
Und ein blaues. Wo ist er jetzt? Da oben ist das grüne. Dieses ist noch ein großes Teil hier, oder? Kommt da vielleicht noch was raus? Wenn, dann mit dem Abwracker eigentlich nur, ne, oder? War aber nichts drin. Wahrscheinlich haben wir das, was wir abwracken wollten, kaputt geschossen. So, das haben wir. Da links ist noch ein grüner. Und da unten ist der grüne und blaue. Die sind jetzt gerade unten, wie ihr am Rand des Bildschirms sehen könnt, wenn ihr es sehen könnt. Da ist noch ein weißer, aber da links war auch noch, da waren zwei weiße. So. Da sind die grünen und der blaue. Sonst sehe ich jetzt hier am Rand gerade nichts. Ich glaube, das war's, oder? Einfach da mal hin und die beiden noch eingesammelt. Fehlgeflogen, ne? Okay. Kriegen wir sie jetzt? Ich glaube ja, ne? Halt, stopp. Verteidigungswaffensystem und was ist der blaue? Geschützkontrollsystem. So. Das sieht jetzt danach aus, dass wir relativ vieles hier eingesammelt haben. Schauen wir mal in I rein und sehen, dass wir da ganz viel haben. Und damit sollte man wahrscheinlich einfach hier in so ein Forschungslabor reinfliegen und das erstmal alles schön ableveln. Vielleicht kriegt man da eine vernünftige Sache bei raus. Okay, würde ich aber jetzt sagen, dass wir da erst einen Cut machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Ja, wenn ihr noch kein Abo habt, macht eins, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wo sind die Xotan? Da sind sie. Ich hoffe, die greifen mich jetzt nicht an, weil ich nichts getan habe. Wissen wir aber nicht, aber schauen wir mal. Die letzten Folgen könnte sein, dass ich die auch zusammenschneide. Das muss ich mal gucken, was ich da mache. Habe ich jetzt überlegt, so, ne? Mal schauen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.